Hey Leute, da sind wir mal wieder bei. Naja, wir sehen uns mal wieder bei einem weiteren und neuen Let's Play von Space Engineers. Natürlich Survival Mode. Ja. Steht auch dick und fett da hinten dran bei der Überschrift. Ja. Ich habe zwar schon relativ viel aufgenommen, aber es sind innerhalb von 2-3 Tagen schon wieder zwei neue Updates rausgekommen. Einmal ein FPS. Ja, wie soll man es sagen? Verringerer, also man braucht jetzt nicht mehr so viel FPS. Vorher hatte ich beim Starten 175 FPS, jetzt habe ich hier beim Startbildschirm schon 250. Aber es leckt ja sowieso, also vorher leckt es ja bei mir. Okay, ich habe auch einen übelst guten PC, muss man dazu sagen. Er hat es bei mir nicht mehr ansatzweise geleckt, vielleicht hat die Aufnahme mal geleckt, aber ganz am Anfang im Kreativmode. Da hat schon geleckt. Und zwar nicht nur ein bisschen. Das hat man ja auch da in der Aufnahme gesehen. So, ich fange jetzt mal an. Beim Ton hat man es gehört, da kam schon ein neuer. Das wurde schon mal in ein Update gemacht. Halt, die FPS-Verringerer. Wir laden mal nebenbei die Welt. Hier. Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Das werde ich gleich mal gucken. Aber ich erzähle erstmal weiter. Dann gibt es nochmal neuen Fensterblock, also ich übersetze es jetzt mal auf Deutsch. Und ja, ich dachte, ich werde gerade gerufen. Mal gucken, hier bei den Optionen. Also es gibt einen neuen Fensterblock und neue Gläser. Das werde ich mir natürlich gleich auch mal angucken. Gucken wir mal bei der Grafik hoch nochmal. Passiert dann, wenn ich da drauf. Okay, ich habe genauso. Ich habe gleich viel FPS. Und das ist ja. Der Ton wurde wohl auch verbessert. Das ist meiner Meinung nach gleich geblieben. Aber das sieht. Wo war ich stehen geblieben? Beim Glas. Genau. Da haben wir hier ja eh noch nichts und ich weiß jetzt nicht, wie gut man mich hört, deswegen ich teste das gleich. Oh, hier, das ist noch ein bisschen hässliche Grafik an der Hand. Das sieht ein bisschen kaputt aus. Mein Gott, das ist immer noch eine Anweisung. Mein Gott. So, lass uns einfach. Achso. So, ist alles wieder da. Ach ja, die ganzen Grafiken wurden natürlich auch verbessert. Deswegen kam ein etwas größeres, okay. Ein Gigabyte ist jetzt nicht so groß, aber trotzdem etwas größer für so ein Spiel schon. Kam dann halt hier raus. Und ich werde jetzt einmal gucken, ob man mich gut versteht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Bis gleich. Und wieder da. Ich habe gemerkt, dass man mich gut hört. Ja. Habt ihr ja wohl auch gemerkt. Und wie versprochen, ich habe mir ein Tutorial angeguckt für mein Blöcke. Ich hoffe, das war auch noch richtig. Oder ist noch richtig. Weil das war schon ein paar Tage alt. Okay. Ruckeln tut zwar noch nicht, aber ich bin mit Hoch auch schon ganz zufrieden. Sieht man da einen großen Unterschied. Wir lassen das mal so und warten ab. Okay.
Und wie soll ich das jetzt anmalen? Ich hätte mal das Tutorial zu Ende gucken sollen, glaube ich. Naja, wir sehen uns dann nochmal gleich wieder. Bis gleich. Und wieder da. Ich habe das Tutorial jetzt eine Minute weiter geguckt und weiß, wie man die Sachen jetzt richtig färbt. Und damit ihr kein so behindertes Tutorial angucken müsst, sage ich es euch jetzt. Also mit der Zahl neben 0, nicht beim Numpad. Numpad, vergesst jetzt mal, das ist ja ein Asset und so ein, was ist das, Apostrophzeichen. Und damit könnt ihr die Farben hin und her switchen und switchen. Und mit Shift. Hallo? Der hat doch gesagt, mit Shift bemalt man das. Ja. Ach, Einrastfunktion. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Oh, dann werde ich wohl noch ein, zwei Minuten weiter gucken müssen. Ich gucke es jetzt bis zum Ende. Bis gleich. Und schon wieder da. Ich habe gehört, Shift, Steuerung und mittlere Maustaste irgendwas. Okay, jetzt mal. Machen wir mal rot. Ah, nur noch mittlere Maustaste. Okay. Sieht auch lustig aus. Aber das hier ist ja ein Bohrer. Den machen wir einfach mal schwarz. Schade, das geht nicht schwarz, aber. Der Rest dafür, hoffe ich. Lampen auch nicht, aber das ist auch nicht so schlimm. Okay, dann ist der hier schon mal schwarz. Wie machen wir den Rest? Das ist blau. Ja, komm, ich finde blau sieht nicht so schlecht aus. Das hier mal lieber vorsichtig in der Nähe. Sieht aber irgendwie lustig aus. Weiß ich nicht, sieht das noch nach Raumschiff aus? So rum geht's. Ach komm, wir lassen den so. Muss ja nicht alles so langweilig aussehen. Die Farbe, okay. Dann mache ich das mal wieder. Ist das hier die normale? Ach, jetzt ist sie.
Ich denke mal ja. So, jetzt haben wir hier ein schönes Raumschiff. Ja. Okay, jetzt wissen wir auch, wie wir Sachen anmalen sollen. Okay. Doch, das gefällt mir hier schon. Okay. Elva und einmal kurz auf eine Pause. More money and more problems. What Biggie said, it looked like it's true. Used to be my homeboy. Now bounce, 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 bounce. Everybody know we stay yokin'. Everybody know we stay yokin'. I'm in it.